Schatz, pass auf, ich habe hier 360-Grad-Feedback. Deine Schwiegereltern, dein Urologe, deine Jungs aus dem Motorradclub. Ich habe so eine Structured Mindmap, doch. Und wir machen einmal im Januar, setzen wir uns zusammen hin, ich und mein Partner, und sagen, okay, was möchten wir so, wohin soll das Leben so gehen? Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Wie sind wir eigentlich auf diesen Gedanken gekommen? Weil sich was verschoben hat. Gott stellen wir uns als schöpferisches Wesen vor. Sie oder er hat was erschaffen. Sonne, Mond und Sterne, die Erde, das Wasser, die Spree. Wir wollen uns gar nicht vorstellen, wie die Welt aussehe, wenn Gott der größte Finanzcontroller des Universums wäre. Naja, oder vielleicht wollen wir uns doch vorstellen. Also was würde dann passieren? Es würde wahrscheinlich auf unserem Smartphone passieren. Wir würden Ding eine E-Mail kriegen von Gott. Betreff Shape Your Destiny 2030. Und wir würden hören, unser Projekt Die Erde ist aus dem Ruder gelaufen. Wir sind weit hinter den Ergebnissen hinterher. Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Alle KPIs sagen, wir sind Underperformer. Ein Fading Star des Universums. Wir müssen radikale Maßnahmen ergreifen und alte Glaubenssätze über Bord werfen. Maßnahme Nummer 1, wir haben zu viele Menschen in der Firma. 7 Milliarden Menschen, das ist im Benchmarking des intergalaktischen Raums outstanding. Da müssen wir deutlich weniger haben. Die Gotteshäuser, 50% davon würden wir verkaufen. Der Immobilienwert ist gestiegen, die Frequenz geht zurück. Damit können wir unseren Cashpool aufbessern. Natürlich ahne ich, dass Restrukturierung Ihnen Angst macht. Ich teile Ihre Sorge, aber ich verspreche Ihnen, wenn wir über Outplacement reden, finden wir eine versöhnliche Einigung. Mit freundlichen Grüßen, ich hoffe auf Ihr Verständnis, Gott. Wir sind, glaube ich, froh, dass Gott nicht bei McKinsey studiert hat und dass die Verhältnisse, zumindest die intergalaktischen, zwischen Zahlen, Menschlichkeit und Schöpfertum sich nicht verschoben haben. Aber in der Realität schon, Lea. Und darüber wollen wir reden. Die Zahlen und die Menschen. Was ist da eigentlich passiert? Und vielleicht fangen wir mit den Zahlen an. Wer mit Zahlen gut umgehen kann, der ist schlau, der macht Karriere und zunehmend auch, der kommt auf den Chefsessel. Es gibt kein anderes Land, was so viele CFOs auf den CEO-Sessel gehoben hat, wie Deutschland. Und was passiert da eigentlich? Hast du damit Erfahrung? Naja, und dann ist es ja nochmal ein Teil dazu. Ist es ja verrückt, weil wenn du Leuten wie Jack Ma, ne, dem Gründer von Alibaba, zuhörst, sagt er, Mathematik werden die Computer besser können als ihr. Das könnt ihr gar nicht mehr aufholen. Das heißt, meine Kinder, also seine, lernen Kreativität, Innovation, Design Thinking, Projektarbeit und so weiter und so fort. Ja. Und wir sind aber trotzdem noch der Meinung, das muss die Mathe sein, das müssen die Noten sein. Und was geht in den Unternehmen schief? Also ich glaube einfach, ich überlege ja selber wieder zu gründen, ja, und habe überlegt, okay, ich möchte gerne, dass es sozusagen ökologisch, ökonomisch und sozial ist. Dann habe ich überlegt, wie kriege ich denn, welche Investoren kriege ich überhaupt dafür? Wenn ich jetzt mal aus allen drei Bereichen mir die wichtigsten zwei Zahlen nehmen würde und würde sagen, für mich sind die jetzt alle gleich viel wert. Also für mich ist es gleich viel wert, wie viel CO2-Reduktion wir haben oder ob der Umsatz gewachsen ist. Ob wir da schrumpfen oder da wachsen, ist für mich gleich viel wert. Welche Investoren kriege ich dafür eigentlich, wenn ich das so machen wollen würde? Und das ist ja schon die Schwierigkeit, weil natürlich die Investoren und alle großen Shareholder und Gesellschafter der großen Konzerne gucken halt darauf, Umsatzwachstum, Gewinnwachstum. Das ist das, was zählt. Ja. Und natürlich werden wir deswegen getrieben, das weiterzutreiben und die Kosten runterzuschrauben und die Löhne runter zu verhandeln und noch mehr in China einzukaufen und so weiter und so fort. Die Zahlenfixierung hat auch was mit den Menschen gemacht, im Unternehmen, glaube ich. Also, wenn wir das Top-Management angucken, jetzt kennen wir beide ja eine Menge davon, die lesen mehr Excel-Charts als Bücher. Im Kalender ist mehr Platz für Zahlen als Platz für Mitarbeiter, für Kunden, für neue Projekte. Das macht was mit deiner Sprache. Deine Kernzielgruppe sind Financial Communities. Du redest die Sprache der Zahlen und damit verlierst du Menschen. Und das sehen wir. Ne? Du verlierst Mitarbeiter, du verlierst Kunden, du verlierst auch gesellschaftliche Akzeptanz. Ja, absolut. Ich habe letztens mit einem unserer Einhorn-Gründer gesprochen und der meinte, ja, er führt gar keine Gespräche mehr mit seinen Direct Reports, sondern er lässt sich nur die Zahlen schicken und dann gibt er denen sozusagen per E-Mail das Feedback dazu.
Und ehrlicherweise war mein erster Gedanke, ach krass, effizient. Das war wirklich, das heißt, das so, so kann man das auch machen. Man muss gar nicht mehr mit den Menschen reden. Ja, und dann dachte ich so, oh Gott, wie traurig, das ist ja schrecklich. Ja? Also wenn du nur noch per E-Mail kommunizierst und nur noch sagst, gib mir deine, du bist deine Zahl sozusagen. Ja. Du bist deine Zahlen, das ist ja verrückt. Das ist ein tolles Beispiel, Lea, weil der Glaube an die Zahlen ist natürlich gigantisch groß. Ja. Und was aber total übersehen wird, Zahlen gibt es in allen möglichen Formen. Es gibt große Zahlen und kleine Zahlen. Es gibt positive und negative. Es gibt gute und schlechte. Und es gibt unendlich viele. Sie alleine sagen aber nichts. Und damit was zu steuern, ist natürlich irre, weil ganz viel sich nicht mit 0 und 1 ausdrücken lässt. Ist aber so, Personalsteuerung. Wir glauben, durch Zahlen kannst du das Zusammenleben von Organisationen, von Menschen insgesamt besser machen. Ein bisschen absurd. Da stand irgendwo, habe ich eine Studie gelesen, über 80% der Mitarbeiter haben innerlich gekündigt. Ja. Kann das sein? Ja, über 80%? Ja, 87%, sagt Gallup. Sollen wir das mal hochrechnen, was das für ein Vermögen ist? Also Herr Dies, der ja hier auch schon auf diesem schönen Schiff war, 600.000 Mitarbeiter, 87%. Also was für ein Kapital, das sind bestimmt 20 Milliarden. Und vor allen Dingen, da musst du ja mit den letzten 13 musst du ja quasi alles erwirtschaften, weil die 87, die haben ja keine Lust mehr. Das ist ja nicht so, dass die guten Job machen, weil das ist ja vorbei, da ist ja schon innerlich alles. So, und wie bringst du die restlichen 13% auf Kurs? Zielvereinbarung. Jahresgespräche. Also meine absurde Vorstellung ist, Hochzeitstag, dein Mann freut sich, du holst die Wiedervorlagemappe auf den Tisch. Und sagst, Schatz, pass auf, ich habe hier 360-Grad-Feedback. Deine Schwiegereltern, dein Urologe, deine Jungs aus dem Motorradclub. Ich habe übrigens auch ein paar Benchmarks mal eingeholt. Und hier SDW, Sex der Woche, da muss ich auch ein bisschen ins Zeug legen. New Friends-Quotient, das ist ein großer Indikator für Glück. Du bist weit hinterher. Du musst mal mit deinem Weinhändler verhandeln. Also ne, so Kosteneinsparung hast du doch gelernt in deinem Beruf. Also, was sagst du dazu? Und dann unterschreibst du, ich habe mal ein paar die Benchmarks hochgesetzt, damit unsere Beziehung besser funktioniert. Also, da bin ich jetzt die Falsche. Ich mache ja gerne so. Ich habe so eine Structured Mindmap, doch. Und wir machen einmal im Januar, setzen wir uns zusammen hin, ich und mein Partner, und sagen, okay, was möchten wir so, wohin soll das Leben so gehen? Aber ehrlicherweise, da sind keine Zahlen drin und gar nichts, sondern es geht eher darum, sich die Zeit füreinander zu nehmen und zu gucken, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie kann ich dich eigentlich unterstützen auf dem Weg, wo du hingehst? Also es hat eigentlich was wahnsinnig Menschliches. Es hat eine Struktur einer Mindmap und eines quasi Jahresgesprächs, aber ohne jegliche Zahlen und Zielvereinbarung. Du machst mir ein bisschen Angst, aber es geht gut. Ich würde sagen, die Erkenntnis ist, die entscheidende Variable jeder Erfolgsformel ist keine Zahl, sondern wahrscheinlich der Mensch. Also, ich brauche jetzt was zu trinken und dann würde ich sagen, gehen wir zur Bar und reden über Menschen. Okay. Also, Lea, Prost. Prost. So, reden wir über Menschen. Ich finde, was interessant ist, Manager oder Controller ist ja kein Kindheitstraum. Möchtest du Delfintrainer werden, ne? Oder Cowboy oder Astronaut oder Influencer? Und dann fangen alle an, BWL zu studieren. 250.000 Menschen, der meistgewählte Studiengang für Jungs und Mädels. Warum? Du auch, übrigens. Du, bei mir kann ich dir das sagen. Ich wollte Psychologie studieren. Und dann hat meine Mutter gesagt, Lea, das habe ich schon gemacht, da verdienst du überhaupt kein Geld mit. Das ist eine brotlose Kunst. Jetzt wäre das sehr, sehr erfolgreich gewesen, weil wir echt Psychologenmangel haben. Aber nee, und damals meinte sie, oh, das mach lieber irgendwie was Generalistisches. Und dann wusste ich noch nicht, wohin die Reise geht und dachte, oh, gut, BWL klingt irgendwie nach einer guten, soliden Grundausbildung. Und damit kannst du später mal alles machen. Genau. Und das ist eine absurde Vorstellung, weil du merkst, es kommen ganz unterschiedliche Charaktere, lebenslustige, neugierige, junge Menschen. Und dann werden die zu Lemming im BWL-Hörsaal. Und noch schlimmer wird's, wenn sie sich dann bewerben. Dann wollen sie Unternehmensberater werden. Und was passiert dann nämlich? Die werden sich immer ähnlicher. Die Lebensläufe, du hast wahrscheinlich viele gesehen, ich habe auch eine Menge gesehen. Immer Elite-Uni, immer Ausland, immer ein soziales Projekt. Die sind total austauschbar, weil sie gar nicht gucken auf sich
und was wäre vielleicht wünschenswert, sondern was will der Personaler bei der Personalauswahl. Und dann sind sie schon geklont, bevor sie ins Unternehmen kommen. Also hundertprozentig. Und was ich so spannend fand, apropos dann Personalauswahl, habe ich letztens eine Studie gelesen, dass Frauen 6-mal mehr nach ihrem Privatleben gefragt werden als Männer im Personalgespräch. So, meine erste Reaktion war gar nicht, ist ja eine Frechheit, dass ihr uns immer nach dem Privaten, sondern ich dachte so, warum die Männer nicht eigentlich auch? Wäre ja eigentlich viel schöner. Du willst ja eigentlich den Menschen kennenlernen, der dahinter sitzt, hinter dem Lebenslauf. Ja. Und gucken, wer ist denn das eigentlich? Was macht die aus? Wie tickt diese Person? Will ich mit der arbeiten? Also und da ist eigentlich das, was auf dem Papier steht und diese Stationen ja viel, viel unwichtiger. Ja? Aber ich glaube, wir haben so eine Angst, auch eine Fehlentscheidung zu treffen, dass wir uns deswegen auf diese Gütesiegel verlassen, die da drin stehen. Mhm. Und da die Personaler sich dann darauf verlassen, denken die zukünftigen Mitarbeiter alle, ich muss jetzt Gütesiegel sammeln. Ja, und im Unternehmen geht es weiter. Also die Karriereleiter ist eng, die ist aus Hartholz, da passt immer nur einer drauf. und dann werden die sich noch ähnlicher. Und das Erschreckende ist, wenn du sagst, was sind jetzt die Ikonen, von mir aus die Nationalmannschaft, weißt du, die wirklich die großen DAX 30 Unternehmen führen, dann hast du das Gefühl, das sind alles Klaus Klebers jüngere Jungs, Brüder. Die sind alle männlich, sind alle glatt rasiert, sind alle rhetorisch gewandt, machen Marathonlauf, der größte Fehler ist immer Ungeduld. Und du hast das Gefühl, dass mentale Klonen, die haben sich vermehrt. Wie ist das eigentlich passiert? Und so passiert gar nicht Vielfalt, sondern Einheit. Ich habe gelernt, der genetische Unterschied zwischen dir und Shaq O'Neal, dem 2,15 Meter großen, 140 Kilo schweren, farbigen Basketballer mit Schuhgröße 52, ist 0,1%. Und wir tun alles, dass diese 0,1% noch weniger werden. Und das beraubt uns, glaube ich, aller Möglichkeiten. Ja, total. Und ich glaube, das ist so eine Angst davor, wenn du zu hoch, also wenn du zu anders bist, wenn du dich zu sehr entfaltest, wenn du zu hoch fliegst, wenn du zu bunt aussiehst, wenn du ein Schmetterling bist, den es vorher so noch nicht gegeben hat, dann denkt man immer so, nicht so hoch fliegen, also kriegt man Angst. Mhm. Ne, dann wird von der ganzen Gesellschaft, die ja eigentlich gesagt hat, das mache ich mein Leben lang wirklich, immer so langsam, Lea, wird es aber ein bisschen, bisschen viel. Willst du nicht ein bisschen weniger machen? Ja. Findest du, das ist nicht zu viel. Mhm. Oh Gott, jetzt auch noch einen hochwertigen Erotik-Shop zu gründen. Damit kannst du aber, damit kannst du aber nicht mehr bei Siemens anfangen. Ne? Es war wirklich, dann ich so, oh Gott, ja stimmt, wahrscheinlich nicht mehr. Da habe ich es mir verbaut. Ja. SAP auch nicht. Mhm, okay, gut. Ja. Dann muss ich die schon von der Liste streichen. Ja. Und sich dann, wenn diese ganze Gesellschaft dir das immer wieder einbläut, sich dann trotzdem zu trauen und zu sagen, na gut, da habe ich ein paar Jobs weniger, die ich danach machen kann. Mal gucken, vielleicht wird das aber auch richtig toll und ich lerne damit fliegen und ich werde bunt und es wird ganz großartig, was es geworden ist. Aber dich das zu trauen, das ist, glaube ich, so schwer. Und das ist am Anfang schwer, wenn du dich für ein Studium entscheidest, für eine Managerposition. Das ist im Unternehmen schwer, wenn du sagst, ich mache es mal anders. So, ja, ich will mal anders führen. Ich will mal mit dem Menschen 2 Stunden verbringen. Da würde jeder sagen, was, so viel Zeit verplemperst du in Personalgesprächen? Mach mal deine Arbeit. Das ist interessant, weil weißt du, was dazu kommt? Das einzige Kriterium, was noch zählt im Unternehmen, ist die Logik. Mhm. Also du kannst, selbst als CEO, du kannst lustlos sein, du kannst einfallslos sein, du kannst skrupellos sein, du kannst sogar erfolglos sein. Solange du rational nachvollziehbare Entscheidungen triffst, geht das. Aber wehe, du lässt deiner Intuition, deinem Irrsinn, deiner Kreativität freien Lauf und kannst es nicht sofort rational verankern, dann bist du direkt in Lebensgefahr sozusagen. Voll. Ich habe das jetzt mal ab und zu getestet. Es gibt dieses wundervolle Buch für alle emanzipierten Frauen da draußen, Unthemed von Glennon Doyle. Wahnsinn. Und das, die sagt, sie entscheidet einfach immer, was fühlt sich warm oder kalt an. Also sie singt so in sich selber und sagt, fühlt sich ja. So habe ich das jetzt letztens mal ausprobiert, ja, in einem Teammeeting. Ich musste eine Entscheidung und ich habe einfach nur, dann habe ich gesagt, so und so machen wir es. Okay, warum? Und dann wollte ich eigentlich anfangen mit der Logik und habe gesagt, es fühlt sich warm an. Also, ich habe gesagt, ja gut, dann. Was? Okay, und warum? Fühlt sich warm an. Mhm. Okay, Lea. Also, und damit kriegst du halt echt, ne? Also das ist so dieses, wir haben, glaube ich, einfach ein Vertrauensproblem. Es ist eigentlich ein Vertrauensproblem, weil du suchst nach Logik, gibt dir ja eine Struktur und gibt dir irgendwas, woran du dich, wo du, danach kannst du sagen, da war ein Logikfehler, deswegen war es falsch und da haben wir den Fehler gemacht. Aber wenn du sagst, ich habe meiner Intuition gefolgt, ja, wem willst du dann Vorwurf machen? Kannst du nur sagen, ja, war halt so. Mehr wusste ich nicht. Dabei bei der Logik weißt du es auch nicht genau. Du versuchst ja nur irgendwie, das zu rationalisieren. Und die Gefahr bei Logik ist, da kommen immer alle auf dieselbe Lösung.
stimmt. Ist wie ein Navi, das eine Route hat. Ja. Nämlich immer entweder die sparsamste oder die schnellste. Und da alle diese Route nehmen, ist da immer Stau. Und wir sehen das ja in fast allen Industrien. Also guck dir die Medienbranche an, wo ich jetzt war, ne? Oder davor die Werbebranche, die Finanzbranche, die Autobranche. Die haben immer alle dieselbe Lösung. Das ist doch absurd in Zeiten wie diesen, wo du sagst, wo ist eigentlich der gedankliche Sprung? Weil die Natur hat dann die Mutation. Die gibt es aber irgendwie in der Wirtschaftswelt gar nicht. Ja, total. Und ich glaube, ich weiß nicht, warum wir uns damit so schwer tun. Ja, dieses Menschliche, dieses... Wer ist dahinter, dieses, ich probiere einfach mal es aus. Ich habe zum Beispiel bei uns, unsere Management-Meetings, wollte ich mal anders machen. Und da haben wir auch erstmal, oh Gott, das ist anders als sonst. Ja, also normalerweise kommst du rein, musst deine Zahlen reporten und so weiter. Und ich habe gesagt, jeder kommt rein und wir reden mal so 2 Minuten, gibt jeder immer ein Update, Business, Family and Me. So. Mhm. Und da hast du die coolsten Geschichten gehört. Mhm. Ja, also wirklich so, was da in der Familie gerade los ist oder was die sonst so gemacht haben oder was sie gelernt haben selber oder so. Und eigentlich wollte ich nur noch danach darüber sprechen und nicht mehr über die Zahlen, weil es viel spannender war. Und es verändert wirklich was. Und trotzdem waren bei uns alle immer schon so, ja, bei uns laufen die Menschen mit mir ein bisschen anders, ist ein bisschen unbewohnt und so. Also, du schämst dich fast darüber, ja? Oder montags morgens haben wir immer getanzt. Wir haben jede Woche mit einem Tanz angefangen. So, vom CFO bis zum Praktikanten waren alle dabei. Klar ist das ungewöhnlich, aber es rüttelt dich halt auf und es nimmt dich auch aus dieser Starrheit, diesem konformen, ich komme hier im Anzug rein, wir sehen alle gleich aus, wir gehen alle mit unserem Rechner an den Tisch und dann setzen wir uns zusammen und so. So, wenn irgendwie ein CFO plötzlich einen Vibratoren-Move tanzen muss, das ist schon ungewohnt. Da musst du schon... Ja, es gibt viele Videos, die sind alle unter Verschluss. Also, Lea, Prost! Ich würde sagen, es gibt Licht am Ende des Tunnels, wenn es aus Budgetgründen nicht abgedreht wird vorher. Wir müssen dem Unsinn Raum geben, wir müssen ihn feiern und Chefs, die sich trauen, die brauchen Schulterklopfen. Und wir fangen jetzt mal an, die Kreativen und die Guten müssen zusammenhalten. Auf uns und auf euch. Prost.